Moin die Herrschaften, willkommen im mobilen Entenstudio, heute aus der wilden Schweizer Bergwelt. Es folgen die Enten-News in 99 Sekunden. Im Rahmen des 15. Erinnerungstages im deutschen Fußball haben wir im Januar 2019 die Mainzer Erinnerungswochen veranstaltet. Beginnend mit einem Zeitzeugengespräch im Mainzer Haus des Erinnerns, gefolgt von einer Ausstellung Kicker, Kämpfer und Legenden im Fernhaus Mainz, die noch bis zum 3. Februar läuft, sowie als medialer Höhepunkt eine Stadionaktion in der Opel Arena mit Ansprachen, Banner und so weiter. Insbesondere über Letztere wurde intensiv berichtet, sogar DFB-TV war dabei, so dass sich die Berichte auf unserer Webseite rund um die Erinnerungswochen auf ein stattliches gutes Dutzend summieren. Dabei haben wir noch nicht mal alles erfasst, was geschrieben, gesprochen und gesendet wurde. Zu guter Letzt war auch noch Josef L. von Ente Bagdad als Vertreter der Nie-Wieder-Initiative zu einer Kranzniederlegung nach Darmstadt eingeladen. Während diese Aktivitäten noch liefen, starteten wir bereits ein Projekt, das voll auf die Zukunft ausgerichtet ist, nämlich auf die Zukunft der von uns betreuten jugendlichen Geflüchteten. Mehr darüber in einer der folgenden News-Sendungen.